Hey Leute, Transferdruck und vor allem der Plastisol-Transferdruck ist ein ziemlich spannendes Thema für alle Textil- und Siebdrucker. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem euer Motiv spiegelverkehrt auf einen Transferbogen gedruckt wird. Die noch feuchte Plastisolfarbe wird dann mit einem Schmelzkleber bestreut und das Ganze wird dann mit Hilfe von Hitze angeliert. Dabei entstehen solche fertigen Transferbögen. Und die könntet ihr dann zeitlich unabhängig und nach Bedarf mit Hilfe einer Transferpresse auf Textilien pressen. Jetzt mal einige Anwendungsbeispiele, die euch verdeutlichen sollen, warum diese Methode auch für euch interessant sein könnte. Stellt euch vor, ihr seid mit eurem Stand auf einer Tattoo-Convention, auf einem Sportevent, einem Festival oder auf einem Designmarkt und wisst im Vorhinein nicht so genau, welche Motive und wie viel davon von den Kunden gekauft werden. Mithilfe von Transferdruck werdet ihr hier viel flexibler und könntet vor Ort schneller reagieren. Dazu bräuchtet ihr lediglich eure fertigen Transferbögen, die Presse und einige Shirt-Rohlinge in üblichen Größen und Farben. Dann könntet ihr vor Ort, je nach Nachfrage, eure Textilien bepressen. Dieses Prinzip ist auch auf einen Online-Shop übertragbar. Klar, eure Bestseller, die könntet ihr natürlich ganz normal im Siebdruckverfahren bedrucken, direkt. Aber was ist mit den B-Motiven, die nicht ganz so oft gekauft werden? Da könntet ihr ganz entspannt mithilfe von Transferdruck vorproduzieren und erst dann, wenn ein Kunde wirklich kauft, auf die Textilien pressen. Das ist vor allem dann günstig, wenn es sich um teurere Textilrohlinge handelt, wie zum Beispiel Hoodies. Stellt euch vor, ihr habt lauter olivgrün bedruckte Hoodies, die ihr direkt im Siebdruckverfahren bedruckt habt, und eure Kunden, die stürzen sich jetzt aber auf eine ganz andere Farbe. Dann habt ihr lauter Überschuss. Und was ist mit Textilien, die zum Beispiel eine ziemlich undankbar zu bedruckende Oberfläche haben? Wie zum Beispiel bei diesem T-Shirt hier. Es gibt natürlich auch Textilien, die sind widerspenstig. Mit lauter Taschen und Kordeln, all das. Und auch zum Beispiel, wenn ein Kunde euch einen Auftrag erteilt und ihr Stellen bedrucken sollt, die mit dem Siebdruck schwer zu erreichen sind. Die sind für den Transferdruck in der Regel kein Problem. Wie ihr seht, es gibt viele gute Gründe, um nicht nur direkt Siebdruckverfahren anzuwenden, sondern auch den Transferdruck. Wer bereits Siebdruck betreibt, der ist vom Transferdruck nur noch ein klitzekleines Stückchen entfernt. Dafür braucht es nämlich nur noch folgende Dinge. Zuallererst unser Schmelzklebergranulat. Das sieht folgendermaßen aus. Dann brauchen wir ein Trägermaterial. Da hätten wir auf der einen Seite kalt abziehendes CPX2 Transferpapier oder eben auch heiß abziehende HPX Transferfolie. Mal kurz im Vergleich. Und zu guter Letzt braucht ihr natürlich Farbe, und zwar nehmt ihr dafür die Plast PF Plastisolfarben der Opaque Series. Und jetzt erkläre ich euch Step by Step, wie man erfolgreich selber Transfers herstellen kann. Transferbogen auf der Druckplatte positionieren. Farbe auftragen. Mit hochgestelltem Rakel fluten und drucken. Schmelzkleber aufstreuen und verteilen. Abklopfen und jetzt kräftig schnipsen. Und jetzt
Das Ganze unterm Flashdryer angelieren. Und fertig ist der Transferbogen. So, Wunschmotiv abschneiden. T-Shirt kurz vorpressen. Und dann geht das Ganze für 10 Sekunden unter die Presse. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Das war's. Und Achtung, Magie. Wenn euch das genauso gut gefällt wie mir und ihr mehr Infos braucht, dann schaut einfach auf unserer Webseite www.siebdruck-versand.de und dort findet ihr eine ausführliche Anleitung. Bis dann!